Ich hab Angst. Willkommen zurück zu Mario Kart 8. Ja. Eigentlich habe ich keine Lust, aber ich muss es tun. Beziehungsweise mache ich es einfach. Nochmal 150 CCM zu spielen. Und zwar Blumen Cup, Stern Cup, Panzer Cup, Bananen Cup und Blitz Cup. Ja. Eigentlich hätte ich zwei Charaktere mehr, aber nein, ich habe zweimal den zweiten Platz erreicht. Heute werde ich mit Baby Mario spielen. Und wie ich das letzte Mal beschlossen habe, werde ich jetzt nur noch mit meinen Standard-Autos quasi spielen. Das schnellste ist nur das hier. Okay, wird mir diesmal der Blumencup gelingen? Das werden wir jetzt gleich erfahren. So, bitte, ich möchte es endlich mal schaffen. Dafür kriegt er 5 mehr Parts dazu, aber ich denke mal, es werden mehrere sein. Schließlich möchte ich ja noch die anderen Modis zeigen als nur Grand Prix. War süß, klingt wie eine kleine Trillerpfeife. Ja, warum habe ich wenig Speed gehabt? Was ist denn das jetzt? Ist IG erster? Ja, wieder mal. Wie im Blitzcup. War er überhaupt ein Blitzcup dabei oder war es ein anderer Cup? Wo er ein kleiner Konkurrent war. Hallo, ja. Es war ein kleines bisschen meine Schuld, aber trotzdem, er ist irgendwie nicht. Er hat nicht gedriftet. Eine Banane. Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Oh. Obwohl Larry und die anderen nah dran war, habe ich das gerade noch geschafft. Wie viele Babys machen überhaupt mit? 2, 3 meinte ich. Baby Mario, Baby Daisy und Baby Rosalina. Nächstes Rennen. Wieso muss jetzt meine Nase ein bisschen laufen? Ich nehme gerne die Hupe. Ja, sicher. So, jetzt gehe ich mal hier den unteren Weg. Hast du schon das hier oben gezeigt? Nee, ne?
Ja, komm, Alter. Ja, ich glaube schon. Ah, ich wollte gerade da nach oben gehen. Ey. Boah, das war knapp. Nein! Du Idiot! Ja, komm, Alter. Junge. Baby Mario. Alter, Vierter! Kann ich halt gleich wieder alles abschminken oder was? Na! Was? Ja, doch! Puh. Das war aber sehr knapp. In der letzten Sekunde, ich dachte jetzt wieder Zweiter. Oh Gott, gut, Gott sei Dank. Baby Mario, jetzt reiß dich bitte zusammen, ja? Ich weiß, du bist ein Baby und hast du Blödsinn im Kopf, aber reiß dich bitte beim Rennen zusammen. So, danke. Ich rede mit dem Computer, auch schön. Ich habe keine Lust, das zum dritten Mal zu spielen, ja? Kruse Wulle Villa. Ich glaube, hier wurde ich nicht erst das letzte Mal. Ich glaube, ich habe zu früh gedrückt. Nö, doch nicht. Kopfhörer rutschen. So.
bin ein bisschen ruhig, weil ich jetzt gerade sehr konzentriert bin. Aber alles geregelt, gut, das ist sehr gut. Zuerst habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt werde ich bestimmt aufgehalten, aber gut, man stößt nur dagegen, das ist sehr gut. Stimmt schon mal in die Kommentare ab, werde ich die 60 Punkte erreichen oder nicht? Das werden wir gleich erfahren. Das wäre bitter, wenn ich jetzt im letzten Rennen Fünfter oder so werde, aber okay, gut. Bloß nicht negativ denken, einfach positiv denken. Und hoffen, dass man gewinnt. Ja, das finde ich eine Frechheit übrigens, dass die Panzer auch plötzlich fliegen können. Denn das ist sehr lächerlich. Danke für den kleinen Speed, obwohl wir nur gegengestoßen sind. Hallo? Oh, ich weiß noch in der letzten Runde den Betrug hier. Wisst ihr noch? Und schon wieder keinen Stunt gemacht. Ich glaube, ich höre auf mit Ding zu nehmen. Oh, das ist gut. Die Hupe möchte ich übrigens gerne in jeder letzte Runde haben, ja? Oh shit, das war sehr böse. Endlich! Da habe ich das erste schon mal geschafft. Uff. Ah. Schön. Hat wirklich gerade mein Herz gerade gerast? Ich habe irgendwie gerade so ein leichtes Herzpochen gespürt. Aber kann vielleicht auch nur eine kleine Täuschung sein. Aber ist egal. Jedenfalls, ich habe es geschafft. Wieder ein Charakter freigespielt. Wer das ist, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bin schon gespannt. Und endlich die 3 Sterne. Warum nicht gleich so? Neues Fahrzeugteil freigespielt. Achso, ich krieg da keinen neuen Charakter? Ja, stimmt, weil ich auch schon einen neuen Charakter freigespielt habe. Okay, gut, dann ist es nur bei den 2 Cups, wo ich Zweiter wurde.
Ja, ich bedanke mich, dass ihr dann zugesehen habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal beim Sterncup. Ich sag nur noch, tschüss.